Hallo ihr Lieben, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem Diamond 3 Rank Game. Wir sind Diamant 3, das war das Minimum, was wir erreichen wollten auf dem einen oder Account. Und damit bin ich sehr, sehr, sehr froh. Endlich mal für euch mit Pick- und Bannphase. Redo or Stadius, can I pick you something for Counter? So, ich banne jetzt erstmal Kassadin weg. Ich hoffe, die Gegner bannen Akali oder einer von uns. Bei Kassadin sowie Akali sind sehr eklig, gegen die zu spielen. Und früher war es so, es gab keine Rollen. Wenn du First Pick warst, hast du dich gefreut und sagst, jawohl, First Pick. Ich schreibe einfach Jungle oder Mitte in den Chat und bekomme die Position. Jetzt ist es so, wenn du First oder Second Pick Jungle bist, Mitte bist, dann fragst du lieber sogar die Leute in deinem Team, ob die nicht tauschen können. Denn ich würde ganz gerne countern. Wenn ich jetzt First Pick zum Beispiel, keine Ahnung, Vega picken würde, würden die Gegner Echo, Zed, Diss spielen. Und das wäre natürlich viel effektiver. No, I to counter. Okay, die Gegner haben Orianna. Da könnte ich einerseits. Da könnte ich den Vega rausholen. Oder Yasuo. Is it Yasuo time? Yasuo ist tipptopp gegen Orianna. Und ihr seid live dabei. Death is like the wind. Always by my side. Also, ich glaube, das ist einer der schönsten Matchups für den Yasuo, die man haben kann. Jetzt, ich mache auch immer jedes Game spontan meine Runen. Also ich habe da keine gespeicherten Runen, das mache ich immer spontan. Irgendwann merkt ihr auch, es sind immer dieselben. Jetzt habe ich zwei Optionen. Entweder ich gehe grün für ein bisschen Death oder rot. Ich bin immer gerne mit grün unterwegs, auf ja so. Oh wait, what? Lissandra? Die Sache ist jetzt die, vielleicht ist die Orianna bei den Gegnern ja jetzt irgendwie Support oder auf der Botlane unterwegs. Das wollen wir natürlich nicht. Knockups, Xin ist schon mal wonderful. Jetzt ein Alistar und wir sind fein. Alistar wäre perfekt, weil wir hätten Sustain auf der Bot, damit können sich Ezreal hochfarmen. Okay, Thresh ist auch okay. Thresh ist nicht so ein Hardtank wie Alistar, aber ist auch völlig okay. Wir können Picks machen. Wir haben ein extrem aggressives Team. Die Gegner haben aber Darius, Poppy, Lissandra. Die können auf uns drauf engagen und dann sind sie auch super eklig. Orianna gibt die Kontrolle. Die Gegner sind nicht so stark im Midgame, würde ich behaupten. Wie wir. Okay, das ist ein Orianna Support. Dann ändert sich das Status Quo ein bisschen. Ich darf nicht gegen Orianna lane, ich muss gegen Lissandra lane. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Und ja, ihr könnt jetzt meinem Gelaber zuhören, weil ich werde die ganze Zeit irgendwelche Informationen teilen. Oder wenn ihr direkt ins Game kommen möchtet, dann skippt einfach. Ich weiß nicht, wie lange der Loading Screen dauert. 2-3 Minütchen. Dann sehen wir uns auf der Lane wieder. Aber wer meine Stimme gerne lauschen möchte, der kann dranbleiben. Wenn wir einen Schluck trinken, dann gehen die Mr. Mike AP-Geschichten los. Prinzipiell würde ich gerne Feedback von euch haben. Pick- und Bannphase. Ist das gut oder ist das nicht so gut? Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Okay, wir gucken nochmal. Es ist durch tatsächlich Eis ohne Waffe. Okay, wait. Eis ohne Waffe. Dass es deutsch ist, ist uns allen bewusst. Aber ist das nicht sogar ein deutscher Streamer? Ich habe keine Ahnung jetzt, wenn mich jemand fragen würde, so wer ist das? Ich weiß nicht, wie er aussieht oder was er macht, aber ich guck mal. Ich meine, dass ich schon gesehen habe, dass er streamt. Eis ohne Waffe, er streamt. Er hat 57 Zuschauer. Ich gehe mal kurz rein. Ihm schlecht. Gerade wenn man das Original kennt, ne? Okay, das war jetzt seine Stimme. Er redet, glaube ich, über irgendeinen Song oder weiß ich nicht. Und ist er Support-Main oder ist er Mitte-Main? Das frage ich mich gerade. Und hat dann den Premade. Er scheint auf jeden Fall einen kleinen Delay drin zu haben. Aber das ist gerade meine Frage. Was, also ich kenne ihn nicht, wie gesagt. Gegen Lissandra könnte ich echt schon fast Dorans Schild starten, Leute. Ich überlege gerade. Gib mir Regeneration.
Ich habe immer noch den Damage-Bonus gegen Minions, kann also farmen. Wenn ich Damage bekomme, heile ich mich, was gut ist. Hier habe ich Lifesteal drin. Leben bringt es beides. Ich glaube, ich sollte mit Durans Shield starten. Okay. Viel Spaß mit Yasuo. Interessante Information, wer jetzt bis hierhin geskippt hat zum Beispiel. Wir spielen scheinbar hier gegen Eis ohne Waffe. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Midlane-Main ist oder ein Support-Main. Weil wenn er jetzt ein Midlane-Main ist, dann hat er richtig eingekniffen und auf Supporter geswitcht. Wenn er aber Support-Main ist, dann wiederum würde ich ihm einen Daumen nach oben geben, weil Orianas Support ist ein echt cooler Pick. Nicht so stark vielleicht im Early, aber ich mag Crazy Picks. Ihr wisst, ich mag Crazy Picks. Es würde mich jetzt mal interessieren, Leute. Ist das ein Midlaner oder ist das ein Supporter? Weil Midlaner ist, er pickt Orianna First Pick und dann kommt Yasuo. Oh nein! Please, can I support? Man weiß es nicht. So, I'm looking for a road home. Ich muss jetzt konzentrieren, Leute. Okay, Leute, es ist doch Orianna Mitte, was ich persönlich sehr cool finde. Finde ich super. Das war meine Passion, ist okay, ne? Wie gesagt, ich mag das Matchup sehr gerne. Ich finde, Yasuo kann hier sehr viel machen. Wir werden gleich Level 2 und dann geht's ab. Gegen Orianna hätte ich ganz gerne doch lieber mit wie heißt es? Durans Klinge gestartet, okay. Das Wichtige ist, dass wir ihn einpushen und jedes Mal, wenn wir ihn einpushen, gibt es ein bisschen Damage für ihn, beziehungsweise verliert ein bisschen. Guck mal, jetzt muss er sich aufs Farm konzentrieren, auch mit dem Ball. Und da verliert er die CS, hoffentlich. Ich bin gerade sogar so echt ein bisschen gehypt. Ich find's cool. Warum geht er so aggressiv? Ist die Poppy hier? Ja, die Poppy ist hier, wie ihr sehen könnt. Und Academy, den muss mir wahrscheinlich. Ja, die Poppy sonst, die kommt. Wo ich die Ward platziert habe. Aber auch sehr telegraphing. Also, so wie er gespielt hat, er hätte mich wirklich baiten können. Er hätte mir den Kennen ein bisschen lassen und dann wäre mit Poppy reingelaufen. Denk mal. Ah, die Minions müssen unter den Turm. Guck mal, er wirklich. Ah, geht doch. Geht doch. Sind das Pre-Mates? Ich glaube, die Poppy kommt jetzt von hinten. Ja, ohne Scheiß. Ja, ja, die ist da immer noch. Winner-Mentality. Muss ich mal merken. Ich kann mal checken, ob es Pre-Mates sind. Ja, sie pusht, aber ich kann sie schlechter baiten. Ich versuche sie schon zu baiten. Guck mal, da kommt noch so eine schöne dicke Wave für mich. Ich lastete jetzt. Da kommt schon wieder die Poppy, seht ihr das? Man sieht zumindest stark gemacht von der Ori hier. Ist davon ausgegangen, dass ich habe noch einen Trank, ich kann bleiben. Ihre Sams raus. Ich konnte früher nicht viel mehr machen, leider. Ich hätte die Lantern klicken können, aber ich glaube, das wäre nicht die richtige Entscheidung gewesen. Wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Das Wichtige ist, Leute, sie hat kein. Oh, what? Oh, nee.
Das Wichtige ist, Bit hat keine Sums. Ich kann sie selber mit 6 killen. Ich habe noch Ignite Flash, alles. Ich denke, ich kann sie safe mit 6 killen. Und ich bin gleich 6. Ich hätte echt lieber. Ich dachte, ich kriege Lissandra, deswegen habe ich Doran Shield. Gegen Uri kann man locker Dorans Klinge nehmen. So, gucken wir mal. Die Erfahrung von dem Kleinen nehmen wir mit. Ich hatte noch ein Minion bis 6. Wäre fast gestorben, ey, der Typ. Ja, man sieht, sie spielt ziemlich ängstlich gerade. Macht's aber hier nicht schlecht, ne? Muss man auch mal sagen. Steht nah genug am Turm. Okay, ihr Schild ist auch raus. Aber ihr Exhaust kommt wieder da, ne? Da war die Combo. Wo ist die Poppy? Wo ist die Poppy? Komm hier. Ah! Okay. Jawoll! Flash! Das war die EQ Flash Ult Combo. Hat auch wunderbar funktioniert. Langes Schwert for the win. Ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Aber Phantom Dancer ist ja sowieso nicht verkehrt. Ich habe sogar hier im Eifer des Gefechts mein Pink Ward gesetzt. Alle Tasten. Okay. Jetzt dürfte sie wieder Exhaust haben und ihr Flash kommt auch früh ab. Nicht zu vergessen, dass sie auch noch eine Stopwatch demnächst bekommt. Baut auch Rod of Ages. Sehr interessant, muss ich sagen. Easy Trade erstmal hier holen. Was mit der Lissandra? Die will schon wieder kommen, ja? Wie sieht's auf der restlichen Karte aus? Ist auch noch okay. Er dodgt gar nicht, ne? Merkt ihr das? Also ich versuche ein paar Mal die Ulti gegen seinen Lauf zu schießen, aber er läuft einfach mal geradeaus weiter. Okay, jetzt weiß ich, dass... Ich würde gerne den Ball von ihm nehmen. Mach mal einen Ball auf mich. Mach den nicht. Mach doch den Auto-Tag. Ich will, dass der pusht, weil ich weiß, dass Poppy jetzt kommt. Also das müssten die jetzt wiederum auch merken, weil ich spiele sehr passiv. Okay. Ich bin immer noch Angst, dass Poppy von hier kommt, ne? Ich habe keinen Flash. Keine Minions, auf die ich jetzt großartig sliden könnte. Aber würde Poppy so lange warten? Dafür muss ich jetzt wissen, ob es Premiere sind oder nicht. Ja, die Poppy wartet da echt die ganze Zeit. Ich frage mich wirklich, ob es Premates sind. Okay, leider kein Phantom Dancer jetzt hier. Haben die Phantom Dancer teurer gemacht? Holy moly, 1800. Da ist ja noch eine ganze Menge da, die mir fehlt.
Gucken wir mal. CS-technisch. Sie hat den Kill gekriegt, sie hat 2 Kills? Ach ja, die hat den Thresh gehört, okay. Damit ist das Midlane-Matchup sehr ausgeglichen. Hat sie wirklich sehr solide gespielt. Oder er. Aber sie meine ich, die Orianna. Ich finde ja persönlich ja so immer gut gegen Ori. Aber hält sich. Hält sich noch hier. Ja, ich vermute, dass er Solo-Q spielt. Ja. Kurz mal aggressiv ausgepusht. Jetzt gucken wir mal. Na, Xin, du bist zweimal vorbeigelaufen. Der Control wanted. So, clearen, du. So, clearen. Rod ist fertig. Jetzt mit den Sumpfchen wieder fast ein bisschen sicherer. Poppy Spot. Habe ich in den Canemanian Denial? Ich weiß es gerade nicht. Ja, schön alle Minions hier immer wieder pushen. Ja, sie hat nur noch. Sie hat ein bisschen weniger CS, also ich habe dann mit den zwei Pushs ein bisschen was gut gemacht. Echt ein knappes Ding! Diamond 3 hier. Ich brauche meinen Phantom Dancer, dann können wir sie wiederholen. Es ist auch sehr gut, dass sie jetzt pusht, dadurch verliere ich nichts, weil ich kann unterm Tor easy peasy CSen. Der eine Minion kriege ich trotzdem nicht, trotz der Wall. Feels bad. Let's kill mit Thresh. Jemand zu mir? Ich gerade gepinkt. Oh, mein Auge. Oh. Stimmt, Ori fehlt. Habe ich spät gepinkt, sie ist top, ne? Fuck me. I bet. Oh, ich hab irgendwas im Auge! Ne, Ori ist nicht top, es ist die Poppy, die top ist. Dann kann ich selber auch kurz meinen Fan setzen. Was hat sie gekauft? Ninja Tabis? Ja, Ninja Tabis. Nein, bitte brich mich ab! Bitte brich mich ab! Jawollo, Fan Dancer ist ready. Okay. Ah, Ninja Tabis Rod ist schon ein sehr sicherer Weg da. Aber ich finde, Orianas wird dann ein bisschen Power lacken, ein bisschen Damage lacken. Ich mag zum Beispiel Ludens Morellos. Wenn du die zwei Items hast, kann Orianna hard carryen, aber mit Rod und Ninja Tabis könnte sich das zumindest ein bisschen verzögern. Aber wunderschön. Phantom Dancer fühlt sich wunderschön an. The Bates! Noch ein Bandit. Der Darius. Ah, sie haben den Herald geholt. Jetzt die Frage, wer bleibt hier? Ist der Darius gefährlich? Oh, der ist gefährlich. Er wird keine R. Ich würde gerne den Darius 1v1, Leute.
Kann ich vergessen. Kann ich komplett vergessen! Okay. Wie, er hat wieder Ultimate? Ist es nicht so, dass wenn er mit der Ultimate jemanden killt, dass er 15 Sekunden lang die Möglichkeit hat, nochmal Ultimate einzusetzen? Weil... Die 15 Sekunden waren schon lange vorbei. Okay, davon bin ich ausgegangen. Scheint fehlerhaft zu sein, die Information. Scheint fehlerhaft zu sein, die Info. Schade. Sonst hätte ich hier, glaube ich, sogar ohne sein Ulti noch eine Q-Auto-Attack erreichen können. Schade. Das muss ich auf jeden Fall gleich googeln. Na, er will sogar noch eine Wave machen. Okay, er macht da noch eine Wave. Danach muss er Bot gehen. Dann kommt Lenzer, fühlt sich echt shit an. Puh. Kann ich irgendwas holen gerade? Ich kann nichts holen, außer vielleicht auf die Top laufen. Na ja, komm. Machen wir mal, ich glaube, so schön ist es hier noch nicht vorbei und vermutlich läuft sogar die Ori auch nochmal auf die Top. Ne, die ist da. Jetzt pushen wir zu viert. Haben wir den Herald? Den haben wir schon genutzt. Nice try. Beide Knock-Ups fehlgeschlagen. Oh nein, ey. Tavios! Trinity Force Ninja Tavios, ein Monster! Guck mal, die chasen einfach eiskalt. Chasen wir mich jetzt auch? Tatsächlich, die wollen nochmal von hinten ran. Krass, selbst die Poppy, die haben alle Ninja-Tabis! Haben wir wieder Ninja-Tabi-Meter? Oder sind wir Full 80? Wir sind Full 80, ne? Oh mein Gott, wir sind Full 80! Die Reißleine, sie läuft, Leute! Wie sollen wir das denn packen? Wenn, dann muss es auf jeden Fall schnell geschehen. Wird sie flashen? Der Grom, der kommt mir zur Hilfe! Ich frage mich immer noch so ein bisschen, ob das Premade sein könnten. Jetzt kann ich die Sachen schaffen. Leute! Oh mein Gott, Yasuo, don't do this to me! Das wird knapp. Aber ihr merkt, ich versuche überall irgendwo was auf der Karte zu bekommen. Unser Essen ist sehr dick. Okay, pushen wir auch nochmal. Jetzt muss ich mein BF-Schwert kaufen. Krass, der Darius ist so dick, aber irgendwie... haben die doch wenig Chancen momentan gegen den Ezreal und Co. Der hat einfach Trinity Force und er hat seinen Muramana fertig. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Ja, ich habe den meisten Farm momentan. Die fighten. Gute Ori-Ulti. Thank you.
promise tomorrow. Oh mein Gott, ich habe beide Carries geholt. Kann er sein Fass aktivieren und weglaufen? Das nicht, aber das war die Traum-Yasuo-Ulti. Jetzt haben wir trotzdem das Problem, Poppy Darius, Rüstungs-Stacker. Das ist mir so komplett entfallen, dass wir dann ein Full-AD-Team haben. Infinity Edge hätte ich, aber warte mal, Dorans will ich gar nicht verkaufen. Was, wenn ich das verkaufe, dann warten wir kurz. Ich warte kurz auf meine AI. Dann gehe ich Bot. Wobei Gangplank kann Bot, ist okay. I have AI now. We can push Nesho fast if you want. Need win in next 10 minutes. Wir brauchen in 10 Minuten den Sieg, würde ich behaupten. Wenn wir den in 10 Minuten nicht bekommen haben, bei Minute 30 sind die Gegner zu tanky. Schade, da ist gewallet. Das habe ich mir gedacht, ich habe es irgendwo gesehen gehabt. Okay, 4 Leute hier. Die müssen, wenn die Darius kriegen, wäre geil. Als ob der Darius alle drei... Darius hat alle gekillt. 1v3. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das war Game. Das war's, Game. Wenn der Darius, liebe Freunde, da gestorben wäre, hätten die locker den Inhibitor gekriegt. Ich baue jetzt Blade of the Rune King. Ich weiß nicht, die müssen echt hart verkackt haben. Gangplank, Ulti, Ezreal, Thresh, die sind fett, das sind unsere Member. Wenn die zu dritt Darius eben nicht besiegen konnten, wie sollen wir jetzt gleich in Richtung Teamfight kämpfen? Hätten die den Darius besiegt, das war unsere Win Condition. Inhibitor, dann Free Baron und dann durchpushen. Wir haben ein kleines Problem, Leute. Wie regeln wir das Problem? Holy moly, ey. Sobald der nach vorne geht, müssen alle zurücklaufen. Aber irgendwie, dass wir uns immer noch halten, ist schon mal nicht schlecht.
blöd. Oriana ist nicht da, aber der Darius ist so dick. Drei Leute gekillt. Und ich hab's ehrlich gesagt am Anfang ziemlich verkackt. Zum Glück noch auf die Kaiser geflasht, aber. I will not forget who I am. Gucken wir mal. Not like this. Ja, die haben beide geultet, okay. Dann ist die Frage, wer darf die Top-Lane? Ich bin bereit. Blade of the King habe ich seit Ewigkeiten nicht gebaut. Aber ich denke, das könnte mir beim Kiten helfen. Was machen die jetzt mehr schon? Gameplay ist Bot-Zeit. Die machen keinen Baron. Die gehen durch die Mitte. Sollte ich jetzt schnell top pushen? Poppy mit Predators! Ah! She's so fast. Schack! Nur Mitte. Könnte gut funktionieren. Haut den Turm und dann geht er aber raus, ey. Müssen wir unser Blade schon fertig bauen. Wenn wir schon so weit gehen, dann müssen wir auch das Blade zu Ende bauen. Okay. Krass, dass wir das Game bei Minute 30. Ich weiß immer noch nicht, wie Darius die 1v3 hat. Das ist ein bisschen sad. Aber wir gewinnen immer noch die Fights. Sind auf jeden Fall noch ahead. Ich hab zwei Cloud Drakes, echt toll, hätten es nicht zwei Infernal sein können. Stark! Der Xin ist auch super, Full Damage auch. 11 Poppy, Darius, Kam, Cancel, Nash. Die Windwand war okayisch. 2 für 2. Ich. Ja, was. Ne, die Lissandra war schon vorher tot. Darius ist einfach. Oh.
Ich kann mich dem nicht nähern. Warum bin ich so nah gegangen? Ich wollte vor unsere Carries, die auch schon nah waren, eine Windwand platzieren, weil ich wusste, jetzt kommt Orianna Kaiser. Das Problem ist, Kaiser hat sich mit ihrer Ulti selber durchgesneakt und Orianna kriegt auch so. Nice! Copy down. Also da wäre ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das ein Free Nasher ist, Leute. Zwei Carries sind too much. Also ich habe zwei gute Ultimates gehabt. Ich versuche die Gegner ein bisschen zu distracten. Aber die richtigen Teamfights haben nicht so gut funktioniert. Xin schreibt gerade in Chat Wi-Fi. Weil jetzt fightet er selber nochmal. Gut, also ich glaube, habe ich hier alle drei Tracks geholt? Bin ich hier der Jungler? Ja, ich muss mit dem Team mit rumlaufen. Ich muss versuchen, eine Ulti auf Kaiser zu bekommen. Da ist keiner gestorben und wir haben viele Ultis raus. Hier wieder distracten. Ah, warum gehen die da rein? Und facechecken wieder. Ezreal! For the kids! Stundenglas too strong? Fragezeichen. Wie sich alle heilen. Die Ulti war super, Ezreal! Aber warum läufst du da noch rein, wenn du weißt, Lissandra und Kaiser laufen da auch rein? They need your barrels when here, Nash. Never could stay in one place. Ja, jetzt ist sowieso Baron. Come on. I will not forget who I am. D
Die Gegner haben auch keine TP. Die müssen jemanden gegen mich schicken. Oh oh. Ah! Er ist schneller als ich. Das Problem war, dass der Gangplank auch meine Minions haben wollte. Der hätte mich einfach runterlaufen lassen sollen. Die dürfen hier nicht sterben, die Wards clearen. Dadurch, dass wir beide unten waren und jemand zeitweilig gestorben ist. Natürlich unlucky. Dann ist es auch ein Free Baron für die. Jetzt kann ich auch erstmal nicht splitten. Wobei, ja doch. Ganz ehrlich, let's go. Ori 1v1, ich hab Bock. Ninja Tabis, Sonjas, Rod. Eine gewisse Tankiness, okay, ne, sie hat sich auch vom Team verzogen. Noch die Poppy, die ist auch tot. Let's go, boys! Good job. Da hat sie Ori diesmal ein bisschen verkackt, muss ich sagen. Free in mich reingelaufen. Ich habe sogar Schaden am Davis gemacht. Und das war deren Baron Buff. Letztes Item, was kann das für mich sein? Ein Blutdürster für Double Lifesteal? Irgendwas Defensives vielleicht? Ja, wahrscheinlich brauche ich einen Last Whisper gegen die Darius und die Ninja Tabis. Das hat er nicht gesehen. Dann kommen wieder solche Fehler. Er sieht doch, dass Pop wieder kommt. Drei Dark Harvest Stacks oder ne, Seelen vom Trash Center. Wer ist das ganze Last Whisper? Noch ein wenig. Welches will ich denn? Mehr Armor Penetration oder Grievous Wounds? Ich brauche das hier. 240. No one is promised tomorrow. Die Krabbe wäre schon mal süß. Leute, das Game ist echt mega spannend. Inzwischen 777. Warte mal, irgendwer wird da die Topline farmen wollen. Vielleicht die Kaiser. Ne, sie ist in der Mitte. Okay, Poppy hat mich gesehen. Jetzt habe ich mein Vollbild. Ich glaube, ich habe noch nie auf Yasuo Dominix Regards gebaut. Noch nie. Justice. Boah, 40. Minute. Der Darius, der hat es mit dieser einen Defense stark gehalten. Jetzt bibbern wir. Also, das Game ist technically lost. Die haben zwei Tanks und eine Lissandra gegen ein Squishy-Team.
Full 80. Mutig, ey. Irgendwo trappen doch die Gegner. Aber Gangplank ist auch Vollbild. Ezreal Vollbild, ne? Sind alle Vollbild. Xin! Vollbild. Der Thresh, der Supporter, der noch nicht ganz. Okay, da wurde gerade gewordet. Das heißt, sie befinden sich in der Mitte. Die haben echt auch sehr viel Respekt. Okay. Die QSS wäre echt nicht verkehrt, ehrlich gesagt, gegen. Gegen die Sandra. Ja, ein paar Qs auf dem Carry. Die Orianna das überlebt hat! Fuck this! Ich wollte beide haben! Jetzt geht der Kiste auch nochmal rein. Als ob die Ori meine Ulti da überlebt hat. Wie glücklich ist das denn? Aber habt ihr gesehen, wie ich Poppy plötzlich dezimiere? Lord Dominix Regato, piep! Digga, Rush Nash, Alter. Oh mein Gott, der Knockup von Xin. Ich habe einfach nur R gespammt und gehofft, dass irgendwer einen Knockup parat hat. The popping down. Bis auf den Trank kommen. Wenn alle einkaufen gehen, gehe ich auch schon einkaufen. Trank kann ich mir gönnen. So, ich weiß auf jeden Fall, Orianna hat keinen Flash. Ich wüsste, ob Kaiser Flash hat. Das wäre ein Grund gewesen, nicht zu recallen, durchaus. Schlau, was die Ori hier macht. Der Eis ohne Waffel Spieler. Hat die Minions dezimiert, bevor wir sie buffen können. Alle fünf sind wieder am Leben. Die kommt noch. Die kommen alle. Ich habe noch gesehen, wie die chasen. Er hat es nicht gesehen. Feels bad.
Mann, das war's. Fuck me. Mein Gott, das war's noch nicht! Fuck me! What is this? Was ist das für ein Spiel, Leute? Erst baitet irgendwie ein Gangplank rein, dann will ich doch noch wissen, weil ich dachte, okay, inzwischen haben die abgelassen. Steht aber Kaiser noch hier im Gebüsch. Dann dachte ich, ich bin tot, jetzt sterben alle. Die gehen over chasen. Ezreal holt sich ein. Jetzt spawnt der Elder Drake. Eieiei. Die stacken zwar voll Rüstung gerade, aber. Man kommt trotzdem durch. Man kommt mit der Penetration trotzdem durch. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, der Xin hat inzwischen so ein ähnliches Problem wie ich. Man sieht es an den Stats. Oh mein Gott, der Death Timer immer noch. Unsere Win Condition ist der Ezreal. Also sowohl die Waffe als auch ich, wir carryen das beide nicht wirklich. Ja, macht aber Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Genau, wait Minions. Clever! Clever Team. Oh mein Gott, da ist noch der Darius. Okay Leute, wir gucken uns ganz kurz nochmal an, was er im Stream sagt. Ich habe lange keinen Streamer mehr erwischt und dann pick ich einfach zu Boise Yasuo rein. Schnell, wo haben wir ihn? Da. Sandra Support zu picken ist ja die eine Sache im Fresh rein, aber die Performance war einfach unter aller Sau. Sie hat halt das Game alleine verloren. Ne? Lissandra hat das Game alleine verloren. Das hat Spaß gemacht. Grüße gehen raus an die Waffe. Wie gesagt, ich kenne dich nicht, aber war ein spaßiges Spiel. Ezreal, Thresh, die kann ich beide honoren. Eieiei. Plus 18 Punkte. Hier haben wir nochmal den Damage-Grafen. Ezreal Gangplank. Da war das Scaling und der Darius. Der eine Fight 1v3, da hätten wir das Game schon gewinnen können. Aber der Darius hat es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwierig gemacht, das Spiel. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch so ein bisschen Scharmütze in euren Augen. Und danke fürs Zuschauen. Haut rein. Macht's gut.